Im Jahr 2021 wurde im Herzen von Nürnberg ein ganz besonderer Ort eröffnet. Das Deutsche Museum Nürnberg. Das Zukunftsmuseum. Das weltweit einzige Technikethikmuseum zeigt in der Tradition seines stolzen Mutterhauses einerseits Technik in Form von Prototypen, stellt diesen aber andererseits Fiktionales aus der Science-Fiction gegenüber. Science or Fiction, der Ort, an dem Wissenschaft und Fiktion aufeinandertreffen. Auch ganz junge Forscher wollen wir mit einem breit gefächerten Angebot abholen und früh für Technik und Ingenieurskunst begeistern. Denn was kann es Schöneres geben, als die nächsten Generationen für Zukunft zu begeistern? Aber auch Wissenschaftskommunikation wird im Zukunftsmuseum großgeschrieben. Mit Forschungsprojekten und Aktionstagen versuchen wir, alle Gesellschaftsschichten an diesem Dialog teilhaben zu lassen. Der Austausch mit unserem breit gefächerten Netzwerk ermöglicht uns immer wieder, überraschende Einblicke für jedermann zu schaffen. Eine wichtige Rolle nehmen hier unsere Besucherlabore ein, in denen Wissensvermittlung und wissenschaftlicher Austausch mühelos gelingt. Die Ausstellung umfasst 5 Themenbereiche auf knapp 3000 Quadratmetern und erstreckt sich über die Zukunft von Arbeit und Alltag, über die Herausforderungen im Städtebau bis hin zum Griff nach den Sternen. Was wäre ein Museum ohne jährlich wechselnde Sonderausstellung? Den ersten Aufschlag machten wir mit dem Thema Prototypen – einen Versuch ist es wert, die im Oktober 2022 eröffnet wurde. Gestaltungsräume in der Zukunft aufzuzeigen und gleichzeitig die Angst vor Entscheidungen zu nehmen, ist unser Anliegen. Eine Mission, die auf viele unterschiedliche Wege erreicht werden kann. We are the future.